Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich. Es passiert immer wieder etwas Neues, ist immer was los. Die Menschen in diesem Königreich möchten etwas klären. Sie wollen die Wahrheit wissen. Aber sie wissen nicht, wen können sie überhaupt vertrauen. Der König selbst ist auch sehr unsicher. Er sollte auch etwas klären, noch von Vergangenheit. Aber er ist so unentschlossen. Er meint, es wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Es wäre besser abwarten. Diese ganze Angelegenheit sollte man lieber ruhen lassen und im inneren Kraft bleiben. Und das sollte die Konzentration sein. Wir brauchen die Ruhe und wir brauchen auch die Kraft. Ah, so fühlt sich auch die Königin. Momentan ist sie ziemlich erschöpft und kraftlos. Aber sie verspürt diese Wichtigkeit zum Erkennen im inneren Kraft bleiben, im Überzeugungskraft. Ja, sie möchte sich gerne behaupten, hat auch recht. Ja, das ist gut so. Und wenn sie an ihren Vorhaben glaubt, dann wird sie das auch erreichen. Der hübsche Prinz steht in einer großen Herausforderung und er verliert gerade die Ruhe. Aber das wird besser. Es nähert sich etwas in die Liebe. Und die schöne Prinzessin möchte auch Klarheit haben. Sie will wissen, was er vorhat. Und sie hat auch recht. Es nähert sich auch etwas, weil er kommt in Bewegung und er wird in die nächste Zeit schon aktiv sein. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne und ein rückläufiger Saturn steht in einem sogenannten Quinkungsaspekt und das bedeutet Unsicherheit, Unklarheiten, auch bei der Bevölkerung, auch bei der König selbst. Immerhin, der Sonne symbolisiert auch den König. Dass eine alte Angelegenheit handelt, das zeigt die Rückläufigkeit von Saturn und dass Saturn befindet sich gerade exakt auf den absteigenden Mondknoten und es ist eine karmischen Knoten, zeigt auch Vergangenheit. Und das sollte man etwas klären. Aber das ist noch so viel Unklarheiten und auch so viel Unwahrheiten im Spiel, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. Man sollte das eher stehen lassen, abwarten, bis Saturn entfernt sich von dieser Position, verlässt die Mondknoten oder dass die Scheinbewegung die Sonne verabschiedet von diesem Quinkungsaspekt. Mond bildet sich ein Quadrat zum Mars. Mars bedeutet Kraft. Und dieser Quadrat ist eine Herausforderung. Man fühlt sich müde, erschöpft und kraftlos. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert den hübschen Prinz. Und das heißt, er steht in einer Herausforderung. Mond steht in einer Sextilverbindung zum ein rückläufigen Pluto. Und Pluto zeigt die innere Kraft und die Konzentration. Und das ist die Lösung. Wir brauchen Ziele, wir sollen davon überzeugt sein und
auf diesem Energie konzentrieren, dann erreichen wir auch unsere Ziele. Venus bildet sich ein Trigon zum einen rückläufigen Jupiter und das bedeutet, die schöne Prinzessin hat eine optimistische Haltung, möchte Glück haben in die Liebe, Partnerschaft, hat auch recht und der hübsche Prinz nähert sich. Mars verabschiedet von Tierkreiszeichen Krebs und übergeht in Tierkreiszeichen Löwe und das zeigt die Feuerelement, das heißt, die männliche Energie kommt in Bewegung oder die Männer kommen in Bewegung. Venus befindet sich heute in ihren Umlaufbahn am nächsten Punkt zu die Sonne. Und das hat auch eine wichtige Bedeutung. Man möchte Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert die schöne Prinzessin. Sie möchte Klarheit haben und sie will wissen, was der hübsche Prinz überhaupt will. Außerdem, wenn Venus hier in diesem Bereich bewegt, dann ist die Bewegung auch etwas schneller. Das kommt von Gravitation. Und das bedeutet mit anderen Worten, es kommt in die Liebe, Partnerschaft etwas in Bewegung, weil wir Frauen haben dieses Bedürfnis und wir aktivieren das auch. Und damit kann die hübsche Prinzessin auch rechnen, dass er entgegenkommt. Und das war die Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.